Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Togo Reisemobile. Heute zeige ich euch den neuen Pössl Tuwin Vario aus dem Modelljahr 2021. Ein Fahrzeug, was ihr mit 5 Sitzplätzen haben könnt, was super attraktiv im Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ihr habt verschiedene Badezimmeroptionen und ein Fahrzeug, was man als Familie das ganze Jahr benutzen kann. So viele Alternativen gibt es davon im Kastenwagenbereich nicht und ich zeige euch, was die Besonderheiten vom Pössl Tuwin Vario aus dem aktuellen Modelljahr sind. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bevor wir damit loslegen, denkt dran, hier unter dem Video Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft Infos kriegt, wenn neue Videos von uns rauskommen. Viel Spaß mit dem Pössl Tuwin Vario. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir mal ein ganz attraktives Auto. Das ist der allererste Pössl Tuwin Vario, der mit 5 Sitzplätzen gebaut worden ist. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall ist es der allererste Tuwin Vario mit 5 Sitzplätzen, der bei uns angekommen ist. Und der hat noch so ein paar andere Feinheiten, weil es auch für uns der erste Tuwin Vario mit einem Schwenkbad drin ist. Und da sind viele Sachen, die richtig schick sind. Als erstes werfen wir aber mal einen Blick von außen auf das Fahrzeug. Das Grundkonzept des Tuwin Varios ist ja, hinten ein Heckdoppelbett zu haben und vorne ein Hubbett zu haben. Das, was das Auto besonders macht im Vergleich zu den meisten anderen Familienkonzepten, die es so gibt, ist, dass ihr mit diesem GFK-Hochdach hier oben im Prinzip ganz viel Innenraum im Fahrzeug zusätzlich generiert. Das hat den großen Vorteil, dass man, wenn man oben im Dach schläft, trotzdem richtig im Fahrzeug ist und anders als bei den Aufstelldächern eben nicht in einer Art Zelt schläft, sondern wirklich im Fahrzeug und dementsprechend voll mit beheizt schläft. Der Wagen ist 6 Meter lang, also 5,99 und so wie er hier steht, steht er jetzt als Fiat Ducato mit Maxi-Chassis da. Ihr könnt bei Pössl weiterhin wählen zwischen dem Citroën Jumper als Basisfahrzeug oder dem Fiat Ducato. Von außen sind gar nicht so viele Unterschiede im Vergleich zum letzten Modell ja da. Wir haben eigentlich zwei Schwerpunkte, an denen man das erkennen kann. Klar, die Fiat-eigenen Optionen. Es gibt neue Alufelgen, die es dieses Jahr gibt. Die gab es so letztes Jahr noch nicht. Aber das ist jetzt auch kein so großer Unterschied. Letztes Jahr waren die Stoßfänger bei den ganzen H-Line-Modellen, also den Fahrzeugen mit Hochdach, immer mitlackiert. Das ist jetzt der erste weiße Tuwin Vario, bei dem sie nicht lackiert sind. Und ich finde tatsächlich, in diesem Gesamtfarbkonzept passt das total gut zusammen. Wir haben das Maxi-Chassis mit den Radläufen, wir haben vorne alles schwarz, den schwarz glänzenden Kühlergrill, die schwarzen Scheinwerfer. Also ein Auto, was von vorne super clean und schick aussieht. Zusätzlich eine schwarze Markise. Und das ist dann die zweite Änderung, die es zum aktuellen Modell ja sozusagen gibt. Letztes Jahr war das Dekor hier noch ein bisschen zweifarbiger. Da war das, ich glaube, hier irgendwo Silber oder Blau mit dabei. Jetzt ist es so, dass das gesamte Außendekor in einem Farbton ist und auch die Schriftzüge, die vorher anders waren, mit in dem Grau sind. Also insgesamt einfach eine Nuance aufgeräumter letztendlich. Ansonsten habt ihr einen normalen 6 Meter Kastenwagen. Die Klappen sind auch ein bisschen anders, dass jetzt alles hier die modernen Klappen sind mit Magnetverschlüssen, die mit dran sind. Aber sonst, wenn man die Änderung nicht wahrnehmen würde, kann man eigentlich nicht sehen, ob sich um ein älteres Fahrzeug oder ein ganz neues handelt. Das, was an dem Fahrzeug wirklich neu ist, ist das komplette Interieur. Und da ist der Tuwin Vario zwischen dem letzten und diesem Modell ja komplett überholt worden und macht einfach eigentlich alles anders. Nur auf der Grundrisszeichnung sieht er genau gleich aus. Aber wo die Unterschiede sind, das schauen wir uns jetzt im Fahrzeug zusammen gemeinsam an. Ja, starten wir in den Pössl Tuwin Vario und sehen im Prinzip auf den allerersten Blick, was ja sozusagen die Kernänderung ist, die einfach da ist. Beim letzten Modell hattet ihr hier noch so eine Stange, die das nach oben hin abgestützt hat, wo man sich so ein bisschen dran reinschwingen konnte und der Kühlschrank war innen drin. Jetzt ist es so, dass wir den Kühlschrank hier zur Stirnseite orientiert haben. Das ist der klassische Kühlschrank. Ah, da liegt unser Einstiegsteppich. Der klassische Kühlschrank, der an beiden Seiten angeschlagen ist. Und so kann ich ihn eben wunderbar von innen und von außen benutzen. Und gerade weil wir hier ein Fahrzeugkonzept haben, was für Erwachsene mit Kindern meist von der Nutzung ist,
die Kleinen müssen halt nicht immer komplett rein und drin an den Kühlschrank ran, wenn sie was haben wollen. Und man muss ihnen auch nicht ständig alles rausgeben. Grundsätzlich, wenn ihr euren Turbinvario konfiguriert, achtet ein bisschen drauf, weil Pössl das ein bisschen anders gemacht hat als bei anderen Fahrzeugen und ein paar Sachen nicht im Serienumfang sind, die ihr bei den D-Line-Modellen, den kleineren, so einem klassischen Pössl Turbin, Turbin Plus mit dabei habt. Ihr müsst die Trittstufe separat mitbestellen, wenn ihr sie haben wollt. Die ist nicht im Serienumfang mit drin. Und auch die Zuziehhilfe, die ja in vielen Pössl-Modellen serienmäßig ist, muss ich beim Turbin Vario separat bestellen. Ansonsten ist das meiste, was hier drin ist, Serie. Es gibt das Fahrzeug in zwei Holzdekoren. Wir haben hier einmal das Holzdekor Eiche Kupfer Bohrer. Das ist neu in dieser Baureihe. Aber gleichbleibend gibt es auch das Rosenholz aus dem letzten Jahr. Das hat einen etwas wärmeren Farbton und ist eine Nuance gemütlicher vielleicht. So ist aber vielleicht ein bisschen kühler, schicker, moderner. Ganz klassisch, ich glaube, das nennt man skandinavischen Schick. So ein bisschen modern, nordisch, etwas kühler. Im All-In-Paket, was sowieso jeder mit dazu bestellt, ist so eine Fliegengittertür mit drin, dass man auch wunderschön mit geöffneter Tür stehen kann. Und wenn die Fliegengittertür nicht da ist, dann kann man reingehen ins Auto und den Turbinvario auf sich wirken lassen. Kommt mal mit rein und dann schauen wir mal, was der Cooles kann. Das Erste, was auffällt, wenn man im Turbinvario sitzt, ist, dass im Prinzip ich, obwohl es ein echter Familiengrundriss ist, ich genau die gleiche großzügige Sitzgruppe habe, wie ich sie in den meisten anderen Fahrzeugen auch habe. Bei vielen Fahrzeugen, wo ich vorne eine Hubbettlösung habe, ist es ja so, dass in dem Augenblick, wo ich das Bett von oben runterhole, ich mich in der Sitzgruppe eigentlich gar nicht mehr richtig aufhalten kann. Und das mache ich jetzt einmal ganz kurz. Ich ziehe das einmal für uns runter. Das ist nämlich mit einem Handgriff gemacht. Und selbst wenn ich das Bett oben, was auch ein durchaus ein Erwachsenenbett ist, runtergezogen habe, dann habe ich es hier. Ich finde, es wird sogar fast noch gemütlicher, weil das so ein bisschen, ja, es wird einfach gemütlicher. Nee, mir wäre kein gutes Wort. Gemütlich, höhlich. Es wird etwas höhliger und damit ist es auf jeden Fall super schön, hier unten zu sitzen. Und ich habe auch, ich bin ja nur wahrlich groß, ausreichend Raum, fühle mich hier wohl von der Größenordnung, habe mit der Ambientebeleuchtung, die hier oben drin ist, eine total gemütliche Stimmung, die hier drin ist. Um die Fakten gleich einmal vorneweg mit zu haben, wir haben hier einen Tisch mit 54,5 cm in der Breite, 86 cm in der Tiefe und wir haben jetzt hier noch das sogenannte Ausschwenkteil mit dabei. So weit geht er raus. Dann habe ich noch mal eine riesengroße Erweiterung um noch mal 45 cm auf dann 1,33 bis da hinten. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist denn der so groß? Das hat zwei Gründe. Einerseits, wenn jemand auf dem Beifahrersitz sitzt, dem das ausreichend hinzustellen. Und was wir haben ein absolutes Novum in diesem Kastenwagensegment. Ich habe die Möglichkeit, hier hinten eine Dreiersitzbank draus zu machen. Das heißt, hier noch einen zusätzlichen Sitz hinzubauen. Und damit auch der am Tisch sitzen kann, ist der Tisch halt hier wirklich eine kleine Nummer größer als bei den meisten anderen Fahrzeugen. Der Bettenbau hier ist ganz einfach. Und zwar nehme ich einmal das Sitzpolster einfach nur weg, klappe den Deckel von der Bank hoch und habe hier schon das Sitzpolster mit drin. Ziehe das hier mal raus und jetzt muss ich gucken, dass ich euch das zeigen kann, ohne im Bild zu stehen. Und zwar haben wir schon mal was vorbereitet. Hier die zusätzliche Rückenlehne, die einfach da reingehakt wird. Und jetzt müsste Chris einmal da reingreifen. Kannst du einfach hinten an dem Schwarzen. Dankeschön. Perfekt. Das rüber zu schwenken.
dann klappen wir das runter und dann muss ich jetzt nur noch auf die andere Seite nach drüben kommen. Aber das kriegen wir auch hin. So, ich bin jetzt vorne und das zeigt auch gleich sozusagen die Schwächen des Konzepts auf. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man dahinter steht beim Aufbauen. Also beim Aufbauen heißt das einfach von vorne aufbauen, damit man alles hier vorne machen kann. Ich habe also einfach so ein bisschen die Grundfrage, aber das ist, glaube ich, für fünfköpfige Familien ist es klar, dass das Leben in einem 6 Meter Kastenwagen für euch mit Kompromissen behaftet ist. Und so wie in diesem Fahrzeug, wo das Fahrzeug zum Beispiel im Alltag auch mal, um andere Kinder mitzunehmen, genutzt werden soll, ist es natürlich eine andere Lösung. Und man muss ja ganz klar sagen, 6 Meter Auto, 5 Dreipunktgurte ab Werk, ohne große Probleme in Sachen Eintragung. Wir haben ja zum Beispiel schon mal so drehbare Doppelsitzbänke gemacht. Das ist alles ein Riesen-Hackmack, kostet sehr, sehr viel Geld und ist am Ende auch ein gewisser Kompromiss. Und da muss man, glaube ich, als fünfköpfige Familie, wenn man diesen Abenteuer-Kastenwagen angeht, auch sich bewusst sein, dass das mit vielen Kompromissen verbunden ist. In dem Gesamtpaket 5 Personen darf man auf keinen Fall verschweigen, dass das natürlich als 3,5-Tonner ganz schwer wird, also eigentlich realistisch nicht abzubilden ist, sondern dass eine Alltagslösung ist. Und wenn ich zu fünft richtig Urlaub machen will mit vollem Gepäck und allem anderen, dann denke ich, kommt ihr nicht drum herum, den Wagen auch aufzulasten auf 4 bzw. 4,25 Tonnen. So ist es aber auf jeden Fall eine gemütliche Variante. Sicherlich nichts für 3x 100 und ein paar Kilo nebeneinander. Aber auch ich, wenn ich jetzt denke, ich müsste von hier jetzt irgendwie nur so ein bisschen zum Strand fahren, ich passe hier hin und da ist die Sitzbank noch frei. Und man kann auch nicht vom Sitz runterrutschen. Also wir haben das immer mal wieder bei den Kindersitzen, dass das Kind von mir, was außen sitzt, immer in den Kurven so ein bisschen nach außen rutscht. Ich habe hier eine gemütliche Ecke. Das ist fast wie eine Armlehne mit dem Küchenblock. Also ich kann mir das als Alltagsvariante gut vorstellen. Und wenn man dann zu fünft fährt, würde man ja hier den Tisch bauen, das Bett hier vorne bauen. Und ich glaube, wenn man zu fünft wirklich sitzt und isst, dann kann das nicht die Lösung sein, sondern dafür muss ich dann irgendwie hier noch eine zusätzliche Sitzmöglichkeit haben, damit der Durchgang nach hinten gewährleistet ist. Ich baue das jetzt mal wieder zusammen und dann schauen wir uns an, wie es im Fahrzeug sonst so aussieht. Ihr habt ja eben schon beim Aufbauen gesehen, nur damit wir das schon mal haben. Hier unter dem Bett haben wir eine Höhe von immer noch fast 1,74. Das heißt, auch ich mit meinen 1,92 kann nahezu aufrecht zu euch rausgehen, kann hier schon mal morgens einen Kaffee kochen, wenn ich das will, komme abends, wenn alle anderen sind, an mein Bier ran, bin also damit glücklich und zufrieden. Abbau des ganzen Sitzes, könnt ihr mir noch mal kurz über die Schulter gucken, ist auch ganz einfach. Wir nehmen im Prinzip hier das nur hoch, klappen den Sitz da rein, ziehen dann den Apparat nach vorne und dann wird die Armlehne einfach reingeschoben und das Sitzkissen wieder draufgelegt. Und dann habe ich auch wieder die volle Bewegungsfreiheit, die ich in so einem Auto haben will. Und wenn das Bett oben ist, dann habt ihr wieder diese Wahnsinnsstehhöhe, die der Wagen insgesamt so hat. Durch die neue Anordnung des Küchenblocks mit dem Kühlschrank hier vorne ist alles ein bisschen anders als beim Vorgänger. Ihr habt hier eine kleine zusätzliche Arbeitsplatte, die auch vielleicht während der Fahrt mal kurz als Abstellfläche für denjenigen dienen kann, der hier sitzt, wobei es keine Rutschkanten oder sonst was gibt, sondern wirklich nur, um kurz mal was vielleicht im Stau eher abzustellen. Und vom Raumangebot war es ja bisher so, dass ihr den Kühlschrank hier gehabt habt. Jetzt ist es wirklich so, dass es hier eine schöne Arbeitsplatte links und rechts gibt, die wirklich groß ist. Und in der Mitte die Spülen-Kocher-Kombi mit dem Zünder angeordnet ist. Die hat relativ kleine Kochflächen. Hier ist sicherlich nicht der Schwerpunkt auf, ich koche riesengroße Menüs für die ganze Familie, sondern hier mache ich 4 hungrige Mäuler satt mit einem Topf Nudeln und einem Topf Soße. Und alle sind glücklich und zufrieden. Was gibt es Besseres als Italien, frisches Pesto und meinetwegen noch zum Abendbrot Baguette. Panini. Keiner. Auf jeden Fall leckere Sachen. Im Urlaub merke ich immer wieder, ich brauche die Basics, ich will es schön haben und lieber bei gutem Wetter auf einem gemütlichen Stuhl draußen sitzen und was Einfaches essen, als stundenlang hier drin vor sich hin köcheln. Und das würde hier, wie gesagt, auch gar nicht so unbedingt gehen. Auch wenn es vielleicht gar nicht notwendig ist, weil ich kaum an die Decke komme, aber der Vollständigkeit halber messen wir mal die Stehhöhe. Wo können wir das da? Können wir das? Ups, die müsste gut sein. 2,46,9 Meter, also fast 2,47 Meter in der Stehhöhe.
In der Nasszelle, wenn wir schon das Gerät in der Hand haben, messe ich auch noch mal nach. Da ist nicht ganz so hoch, aber immer noch gewaltig. Hier haben wir knapp 220, also einfach ein gewaltig großes Badezimmer. Bevor wir uns aber diesem schicken Schwenkbad drüben zuwenden, gucken wir einmal uns an, was wir hier in den Schubladen haben. Wir haben alles komplett neu angeordnet. Bei den Haarlein-Fahrzeugen hier oben jetzt nochmal Schublade in der Schublade mit der Besteckschublade oben mit drin. Hier drunter noch eine zweite große Schublade und eine kleine Klappe. Dahinter ist die Elektronik für der Kompressor vom Kühlschrank, weil der ja jetzt die ganze Front in Anspruch nimmt. Das Bedienteil für den Kühlschrank sitzt hier oben. Und damit ihr nochmal mitgucken könnt, nochmal zwei riesengroße Schubladen, die wirklich auch den Rest mit einnehmen sollten. Und auch hier oben drüber, das wird man ja wahrscheinlich auch noch der Küche zuordnen, ein großer Schrank. Das Fach hier oben ist ein bisschen tiefer. Hier ist die Originalverstrebung vom Fiat dahinter. Und dahinter nochmal Vorräte, Vorräte, Vorräte. Am Ende des Tages ist bei diesem Fahrzeug weniger das Problem, was ihr reinkriegt, sondern eher das Problem, was ihr einladen dürft und wie weit ihr mit eurer Gewichtsbilanz kommt. Aber die erstellen wir dann mit euch und dann gucken wir. Gegenüber das Schwenkbad ist wahrscheinlich eine der Neuerungen und das Tolle an dem Tuvin Vario des Modelljahres 2021 ist, ihr könnt euch aussuchen, wie das Badezimmer ist. Wenn ihr sagt, das Raumbad, so wie das im letzten Jahr war, finde ich viel cooler als das Schwenkbad, weil das Schwenkbad brauche ich gar nicht, dann ist das Auto auch richtig schick. Und wenn ihr sagt, das Schwenkbad, so wie es in den Summits gewesen ist, hätte ich gerne auch. Toll, dass es das endlich auch für Familien gibt. Dann habt ihr das hier. Für das Schwenkbad ist es ganz einfach vom Prinzip. Ihr habt die Toilette und das Fenster dahinter. Und wenn ihr duschen wollt, wird hier einmal an der Wand gezogen, rübergezogen. Und dann habt ihr wirklich die komplette Duschwanne, wie man auch sieht, mit verschiedenen Abläufen unten für euch komplett frei. Und wenn nicht mehr geduscht wird, schwenkt ihr das wieder zurück. Insgesamt fällt die massive Stehhöhe in dem Fahrzeug durch das Dach auf und ist eigentlich alles genutzt. Hier ist eine kleine Ablage. Ihr habt da oben zwei schöne Fächer, wo man im Prinzip alle Utensilien für das Badezimmer mit reinbringt. Und darüber haben wir hier nochmal ein großes Fach, was so ein bisschen als Stauraum, wenn man oben im Dachbett liegt, mitgenutzt werden kann. Wenn ich hier auf Klo gehe, habe ich eine normale Schiebetür. Damit bin ich also auch ganz schnell in meiner Privatsphäre. Und eben durch das serienmäßige Fenster in der Nasszelle habt ihr da auch ausreichend Belüftung. Jo, wenn ihr sagt, das Schwenkbad muss es nicht sein, das Raumbad, dann können wir jetzt endlich mal wieder Magic Markus einsetzen und können einfach sagen, komm, wir gehen mal schnell rüber und schauen uns ein Tuvin Vario aus dem Modelljahr 2021 mit Raumbad an. Lass uns mal da hinschnipsen. Und so sieht ein Tuvin Vario mit Schwenkbad aus. Wir sind in der glücklichen Position, dass wirklich beide gerade da sind, dass wir sie genau nebeneinander stellen können. Tja, welchen nimmt man? Ich weiß es nicht genau. Beides hat irgendwie Vor- und Nachteile. Ich war, bevor der gekommen ist, ganz klar beim Schwenkbad. Jetzt muss ich sagen, die neue Nasszelle, so wie sie in dem Raumbad hier ist, mit diesem super schicken eingelassenen Waschbecken, nimmt mich auch gerade richtig schön mit. Also es ist gefühlt nochmal deutlich mehr Bewegungsfreiraum in dem Fahrzeug. Ich habe vor allem, wenn ich dusche, natürlich eine größere Dusche, weil ich hier vorne stehe. Und ich habe hier einfach, ich weiß gar nicht genau, was anders ist. Ich glaube, bei dem anderen steht hier die Tür ein bisschen weiter rein und der Eingang ist anders. Ich habe einfach das größere Waschbecken und es ist einfach luftiger, so wie es hier drin ist. Hier vorne ist ein Spiegel, den haben wir eben drüben nicht aufgemacht. Haben wir da einen Spiegel gehabt? Ich weiß es gar nicht. Nee, da haben wir keinen Spiegel gehabt. Das Fach kommt tatsächlich noch mit dazu. Also wie ihr merkt, ich habe auch gerade absoluten Erstkontakt mit dem Raumbad im Tuvin Vario. Die Fächer hier oben scheinen die gleichen zu sein. Genau, das ist zweimal genau das gleiche. Das Fenster ist auch bei beiden mit dabei. Die Toilette ist die gleiche. Größeres Waschbecken und größere Dusche. Ich glaube, das sind die großen Vorteile des Raumbades, so wie wir es hier haben. Weil wenn ich das hier auch noch zumache, dann habe ich halt echt einen großen Raum. Und der große Vorteil des Schwenkbades ist, dass eine klarere Trennung Toilette und Wohnen da ist. Was besser ist, ich weiß es tatsächlich nicht genau. Schreibt mal in die Kommentare, welches Bad ihr für euch aussuchen würde. Das würde mich mal interessieren, damit ich weiß, wie ich unsere nächsten Vorführwagen konfigurieren muss, damit auch wirklich das Richtige für euch mit dabei ist. Jo, beides sind tolle und schicke Lösungen. Überlegt euch, was für euch das Richtige ist. Und wir springen jetzt mal wieder zurück
in den Tubenvario mit dem Schwenkbad. Wir sind nochmal zurück im im Raumbad. Jetzt muss man echt aufpassen, Raumbad und Schwenkbad. Wir sind nochmal zurück in dem Fahrzeug mit Schwenkbad. Nein, nochmal. Wir sind nochmal zurück in dem Fahrzeug mit dem Raumbad. Beim Rausgehen habe ich gedacht, das ist so großzügig. Ich setze mich da jetzt einfach mal auf Klo und gucke, ob das funktioniert. Und was bisher ja immer eins der K.O.-Kriterien für so ein Raumbad gewesen ist, ist, dass man das Klo nur benutzen kann, wenn die Nasszelle wirklich den Raum blockiert, weil man immer mit den Beinen in die Mitte gesessen hat. Durch die neue Anordnung hier, und ich bin 1,92 und breit und groß, ich kann hier sitzen und ich kann, natürlich stoße ich ein bisschen mit dem Knie an, aber auch nicht mehr als in so einem Fahrzeug mit Schwenkbad. Ich kann hier wirklich die Tür zumachen und ich sitze total entspannt hinter der Lamellentür und kann das Klo benutzen. Das heißt, auch wenn jemand auf Klo sitzt, muss nicht alles blockiert werden. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, was ich eben auch nicht gesehen habe, ist, wir haben hier so eine eingelassene Lichtleiste, die einfach ein total schönes Licht hier drin macht. Jetzt sitzt man auf Klo, da braucht man es nicht so richtig romantisch. Aber insgesamt ist das Lichtkonzept hier einfach wirklich cool und stimmig. Und wenn ich dann schon wieder überlege, Spiegelfach mit dazu, Beleuchtung, Toilette funktioniert auch so. Zum Glück muss ich die Entscheidung nicht fällen und die ist ganz allein bei euch. So, und jetzt gehen wir aber wirklich zurück ins Fahrzeug mit dem Raumbad. Schwenkbad. Mit dem Schwenkbad. Wenn man die Hecktür aufmacht, dann ist es eigentlich von hinten genau der gleiche Grundriss wie bei den meisten 6-Meter-Autos. Das heißt, das Heckbett hinten quer hat auf der einen Seite hier seinen normalen Gaskasten. Da passen 2x11 Kilo Gas mit rein und hat dann davor noch einen zusätzlichen Stauraum und auf der rechten Seite den Frischwassertank. Hier bleibt Stauraum für, ich sag mal, Actiongerät aller Art, so was man als Familie mit sich mitnehmen muss. Wir haben auf der Seite 1,12 Meter in der Tiefe. Und hier 1,40, ja, ist ja auch klar, ungefähr die Bettbreite muss unten auch an Stauraum bleiben. Und in der Breite knapp einen Meter, also knapp 98 cm. Und in der Höhe haben wir 70 cm, also einen ganz normalen Stauraum, der da ist. Was liegt hier? Preisaufteilung oder Preisgestaltung. Für so ein Fahrzeug, also ein Pössl Tubenvario, Modelljahr 2021, 16% Mehrwertsteuer. Es gibt ja so viele Haken und Ösen, wo man momentan drauf aufpassen muss. Kostet im Grundpreis 45.700 Euro. Da hat er dann aber auch nur 120 PS, kleines Chassis und all solche Dinge mit dabei. Jetzt haben wir hier ein Fahrzeug, was eine sehr gute, solide, grundsätzliche Ausstattung hat. Das heißt, wir haben Alufelgen, wir haben das Maxi-Chassis, wir haben das Style-Paket. Wir haben ein Winterpaket mit dabei. Wir haben eine Lithiumbatterie mit reingebaut, um die Gewichtsbilanz noch mal ein bisschen zu verbessern. Radio, Rückfahrkamera, haben alles mit dabei, was wir brauchen. Und auch den siebten Sitzplatz, der 699 Euro übrigens kostet als Einzelposition, damit Familien mit 5 Leuten das gleich mal mit auf dem Schirm haben. So wie der Wagen hier steht, haben wir dann eine Summe der Listenpreise mit der Lithiumbatterie und allem, was dazugehört, von etwas über 60.000 Euro. Das ist ein Haufen Geld für eine junge Familie, das sehe ich ein. Das ist aber, wenn ich das ins Verhältnis zu vielen anderen Familienfahrzeugen stelle, ich will nicht sagen Schnäppchen, aber ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich sehe, dass ich ein Fahrzeug habe, was so schön von innen aufgeteilt ist, was so viel Stauraum bietet, was ein aufgesetztes GFK-Hochdach hat, eine großzügige Anordnung hat, halt ein Fahrzeug, was, glaube ich, wirklich auf die Bedürfnisse von Familien oder von getrennt schlafenden Erwachsenen ist. Wir merken zum Beispiel, dass das oft von Familien gekauft wird, wo verschiedene Generationen das Fahrzeug nutzen, weil die Eltern das Bett hier hinten nutzen können und ihre Kinder mit dann deren Kindern das Auto genauso als Familienfahrzeug benutzen können. Und das, glaube ich, funktioniert wirklich ganz gut und ist eine schöne Aufteilung. Und da muss man gucken, was für euch die beste Lösung ist. Wir schauen mal, dass wir euch in Zukunft noch ein bisschen die Familienvarianten zeigen. Und dann könnt ihr die alle nebeneinander stellen. Und am Ende gibt es für jeden Topf den berühmten passenden Deckel. Welcher euer Deckel ist, da helfen wir dann dabei. Ja, unglaublich, wie viel Raum hier ist. Ich meine, ich bin auf dem Bett, ich bin hingekniet, ich kann mich hier fast hinstellen. Und ich habe hier Raum ohne Ende. Wir haben zum einen großen Stauraum hier in den Fächern an der Seite. Das ist fast schon ein bisschen kathedralenartig, wie das hier an der Seite hochgeht. Das war auch das, was mich in den letzten Jahren schon immer sehr fasziniert hat. Und hier drüben auch, das ist das gleiche wie drüben, Stauraum. Ich gucke hier auch nochmal, guck mal, da könnt ihr mitgucken. Jo, alles Stauraum, da kriegt auch eine vierköpfige Familie ausreichend Sachen rein.
Ja, die Aufteilung, keine Ahnung, wie man hier am besten liegt. Grundsätzlich ist es so, dass von der Grundidee wahrscheinlich, dass hier hinten das Elternbett ist, aber das Bett oben im Dach ist ein bisschen länger. Hier ist es so, dass ihr von der Liegelänge ja, knapp 1,94 habt und von der Breite, na, da haben wir 1,45 da oben im Bereich und hier am Fußende 1,25, also durchaus ein kompaktes Bett. Oben messen wir gleich mal nach, das dürfte ungefähr 2 Meter mal 1,40 sein. Die Frage ist, ob sich die Kinder da oben aus dem Bett vertreiben lassen, weil ich kenne meine beiden. Die gehen da oben nicht freiwillig raus und sagen, das hier ist das Kinderbett. Wo wir gemütlicher liegen, das probieren wir jetzt mal aus. Also ich kann mir das hier auf jeden Fall gut vorstellen. Aber man sieht auch, mit meinen 1,92 habe ich nicht unendlich viel Raum. Das, was ich halt vom Konzept immer total cool finde, ist, wenn ich sage, ich mache morgens hier mir die Tür nach hinten auf und gucke da einfach raus. Und durch das Fenster da oben an der Hecktür, was eine Option ist, was ihr bestellen müsst, und das Mini-Heki oben, haben wir einfach auch wahnsinnig viel Luft hier drin. Und selbst wenn man das zu hat, kann man hier sich ordentlich bewegen und kriegt ausreichend frische Luft. Jo, wir schnappen uns mal die Leiter. Die hat nämlich auch jetzt im neuen Modell ja einen tollen Platz. Und dann würde ich sagen, hüpfen wir mal hoch und gucken, ob ich oben im Bett besser liege als hier unten. Auch gemütlich. Ich weiß gar nicht genau, was ich lieber wollen würde. Wahrscheinlich ist es bei uns in der Familie so, dass die Betten ständig gewechselt werden. So richtig feste Plätze gibt es nicht. Und mal liege ich oben, mal liege ich unten, muss man sich halt immer ein bisschen orientieren. Von den Maßen ist es so, dass wir hier vorne haben wir 1,35 in der Breite und in der Länge wirklich vom Matratzenanfang bis da hinten haben wir exakt 2 Meter. Gefühlt sogar noch ein kleines bisschen mehr, weil hier zwischen der Nasszellenwand und der Matratze einfach ja noch mal ein paar Zentimeter Raum sind. Das kann man gefühlt fast noch drauf rechnen. Liegekomfort ist hier echt gut. Ihr habt hier so ein punktelastisches Lattenrost. Das Ganze macht einen super robusten Eindruck. Passt gut. Und ich glaube, auch im Sommer haben wir durch die beiden Fenster, die hier serienmäßig links und rechts sind, und zusätzlich das Heki hier oben, serienmäßig ist da ein Mini-Heki, jetzt haben wir ein Midi-Heki mit dabei, alles mit dabei, was man braucht. Ich kann mir das auf jeden Fall super gut vorstellen. Und so ich spüre eine gewisse Liebe zu diesem Grundriss, muss man ganz klar sagen, die für mich als Familienvater auf jeden Fall eine traumhafte Lösung ist. Eine Sache, die sau cool ist an so einem Fahrzeug, wenn man so ein Dachbett hat, ist, dass man immer einen Leuchtturm mit dabei hat. Und zwar kann man wirklich einfach, hier ist die Kurbel, morgens, keine Ahnung, ob jemand von euch Wellenreiter oder Surfer ist, Windcheck machen und sich auf dem Stellplatz einfach hier die Haube aufmachen. Und dann kann man hier einfach nach außen raussteigen und gucken, wie es draußen, was draußen so vor sich losgeht. Und so hat man dann hier oben auf seinem Leuchtturm den perfekten Überblick. Einerseits könnt ihr das Dach hier oben schön putzen, aber andererseits könnt ihr halt wirklich toll gucken, könnt gucken, was ist auf den Straßen drumherum los. Sind am Strand schon alle Plätze mit Handtüchern belegt oder muss ich mich beeilen oder kann ich mir noch da in Ruhe Zeit lassen? Sind Wellen da oder nicht? Und was ich auch toll finde, abends immer noch mal zu gucken und so wirklich einmal tief durchzuatmen, die frische Meeresluft oder Bergluft, da wo auch immer ihr seid. Ja, ich hoffe, dass euch das Video zum Tubin Vario ganz gut gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch unten da, so rum muss es heißen. Folgt uns auf unserem Kanal, schaut euch auch die anderen Videos an. Und wenn ihr genauso begeistert wie ich seid von so einem Pössl Tubin Vario, kommt gerne auf uns zu. Wir konfigurieren mit euch euer Wunschfahrzeug und dann könnt ihr mit eurer Familie genauso viel Stauraum bestücken, wie wir das hier gezeigt haben. Und wie der für euch konfiguriert sein muss, dabei helfen wir euch dann. Viel Spaß mit den weiteren Videos. Bis bald und alles Gute aus Stove.